Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute auf den Hund gekommen. Dass ein Neuhundebesitzer sprichwörtlich auf den Hund gekommen ist, ist eher witzig und ironisch gemeint, denn die Redewendung auf den Hund gekommen besagt eigentlich, dass es jemandem nicht besonders gut geht. Über die Herkunft der Redewendung existieren verschiedene Theorien. Die wahrscheinlichste ist die hier. Früher, als es noch keine Banken und Sparkassen gab, bewahrten die Menschen ihr Geld und anderes kostbares Hab und Gut in großen Truhen zu Hause auf. Auf dem Boden mancher Truhen war ein Hund, sozusagen als Wächter aufgemalt oder reingeschnitzt. Er sollte potenzielle Diebe abschrecken. Wenn aber der Truhenbesitzer zu viel Geld ausgegeben hatte, die Truhe also immer leerer wurde, konnte auch der Besitzer den Hund auf dem Truhenboden erkennen. Er war also fast pleite und sprichwörtlich auf den Hund gekommen. Radio SAW deckt auf die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.